Guten Morgen. Heute nehme ich euch mit auf den Untersberg zum Berg des Garner Hochthron. Und zwar werde ich dafür mit euch durch das Mittagsloch schlüpfen. Und wenn alles gut gegangen ist, dann kommt jetzt eine kleine Animation. Los geht's vom Wanderparkplatz beim Gasthof Dürlehn in Hintergern erstmal zur Theresienklause am oberen Ende der Almbachklamm. Wir überqueren die Theresienklause, biegen nach links ab und folgen dem ab jetzt unmarkierten Weg zu einer Madonna. Kurz nach der Madonna queren wir dann das Bachbett und machen uns auf den abenteuerlichen Weg Richtung Scheibenkaser. Nachdem wir auf den Normalweg getroffen sind, folgen wir diesem bis zur Alm, von wo wir uns dann auf zum Mittagsloch machen. Nachdem wir durch das Mittagsloch geschlüpft sind, gehen wir noch zum Berg des Garner Hochthron und machen uns über das Gatterl auf den gemütlichen Rückweg über den Störweg. Erste Schildchen, Almbachklamm, da ist dann die Theresienklause, wo unser erstes Ziel ist für heute. Bis jetzt geht es nur bergab, nicht steil, ein paar Treppen oder Stufen. Ärgerlich ist nur, dass man jetzt bergab geht, muss man nachher wieder bergauf gehen. Ich bin jetzt kurz vor der Theresienklause, komme jetzt bei der Almbachklamm an. Eigentlich am oberen Ende der Almbachklamm. So, da ist die Theresienklause. Und das ist die Almbachklamm. Hat jetzt nicht lange gedauert. 20 Minuten bin ich gegangen. Vorne kommt jetzt ein Wegweiser. Da habe ich mir schon gedacht. Scheibenkaser rechts rum. Aber also da wird es zum Scheibenkaser jetzt gehen, der offizielle Weg. Ich gehe aber da lang. Und ab jetzt ist der Weg nicht mehr markiert. So, hier ist die Madonna und auch die Trinkwasserquelle, die ich vorhin erwähnt habe. Mist, ich habe mein Stirnband zu Hause vergessen. Das ärgert mich jetzt. Aber kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. So, jetzt ist es schon passiert. Bin dem falschen Weg gefolgt. Ich muss eigentlich viel weiter in diese Richtung. Ich schaue jetzt mal, ob ich hier querfeld eingehen kann. Müsste eigentlich gehen. Bin jetzt noch mal ein Stückchen wieder zurückgegangen,
Stück abgestiegen. Und laut Karte ist der Weg auf der anderen Seite von dem Bächlein hier. Da oben habe ich irgendwo eine Hütte gesehen eben. Die ist auch auf der Karte eingezeichnet. Also versuche ich jetzt hier einfach querfeldein erstmal hier zu queren und dann diesen Weg zu finden. Da habe ich jetzt den Bach gequert und musste dann hier hoch, war ziemlich steil, ätzend. Aber hier habe ich jetzt Steigspuren wieder gefunden und da vorne sehe ich auch was wie ein Weg aussieht. Also dass wir zu der Hütte da hochgehen. Gehe ich hier noch mal rüber und dann bin ich wieder auf einem Weg. Keine Ahnung, wo ich mich da vertan habe. Mein cooles Hexenhäuschen. Also ist das jetzt scheinbar erstmal wieder der richtige Weg. Brunnen gibt es hier auch. Wie es aussieht, geht es da jetzt hoch. Ja, jetzt bin ich erstmal wieder richtig. Bin ich an der Stelle, scheint noch gar nicht so lange her zu sein, da hat es hier wohl mal ordentlich gestürmt und der Weg führt dann genau mittendurch jetzt natürlich. Muss ich mir irgendwie jetzt einen Weg durchbahnen. Das ist ziemlich stark zugewachsen. Es geht jetzt noch ein Stück geradeaus, dann rechts rum und dann irgendwo da hoch. Ganz schön abenteuerlicher Weg hier. Thank you.
Von hier aus kann man das Mittagsloch zum ersten Mal sehen. Mal gucken, ob man es auf dem Video sehen kann. Ich versuche es mal zu vergrößern. Aber müsste schon gehen. Und da geht's weiter. So ein bisschen aufpassen, die latschen, die drängen einen so ab. Und da geht es dann doch etwas runter. So wie es aussieht, habe ich die Hangquerung da jetzt hinter mir. Da muss man gehörig aufpassen. Mit dem Gras und an dem Steilhang, da rutscht man leicht aus. Aber so wie es aussieht, habe ich das Stück jetzt hinter mir. Und jetzt geht es erstmal wieder relativ normal weiter. Das ist wieder so eine Stelle hier. Da vorne bei dem Baum, da waren noch Steigspuren. Und dann hörte plötzlich alles auf. Und man kann nichts mehr erkennen, ob hier irgendwo ein Steig ist. Und ich weiß, ich muss hier irgendwie hoch. Deswegen gehe ich jetzt erstmal weiter in die Richtung und schaue, ob ich da irgendwo vielleicht wieder Steigspuren entdecke. Ansonsten muss ich halt da oben hin. Irgendwie komme ich da schon hin. So, ich habe jetzt wieder sowas wie einen Steig entdeckt. Und dem folgen wir jetzt weiter. Ist dann doch einfacher zu laufen. Anstrengend ist das hier. Nochmal der Blick zurück. Über den Grashang bin ich jetzt halt hochgekommen. Im Zickzack. Jetzt habe ich das Gröbste hinter mir. Also, war ein interessanter Steig, aber nicht einfach. Den habe ich gerade entdeckt. Ein ganz schöner Oschi. Komme ich auf den Normalweg. Und es ist richtig komisch, wenn man sich da hochgekämpft hat durch den Weg und plötzlich stehen hier Autos. Komme ich hier aus dem Wald raus. Das heißt, ich schätze mal noch 10 Minuten, Viertelstunde bin ich beim Scheibenkaser. Jetzt hat man auch mittlerweile ein bisschen Aussicht. Schon Wahnsinn. Vorne ist der hohe Göll. Das ist der Watzmann und ich bin jetzt fast an der Hütte angekommen. So, Pause habe ich hinter mir. Jetzt fülle ich nur noch eben Wasser auf. Hier. Und dann geht's da hoch zu der Steilwand. Rechtsrum geht's zum Klettersteig. Ich gehe aber links rum und dann an der Steilwand entlang, ja, bis kurz unterhalb vom Mittagsloch. Schaut schon ziemlich imposant aus hier. Ja, da unten ist nochmal die Hütte. Wie man hört, ist das richtig schön idyllisch still da.
Dann sehe ich jetzt einen Abzweig, aber mit nur einem Schild. Da geht es dann rechts zum Hochthronsteig, das ist der Klettersteig. Und für mich geht es aber hier links rum. Erstmal ziemlich steil bergauf und dann kommt die Hangquerung. Die Motorsäge aus ist, ist tatsächlich sehr idyllisch. Ich komme jetzt immer näher an die Wand. Ich habe mir mittlerweile einen Helm aufgesetzt. In der Wand, da wird viel geklettert und man bewegt sich halt direkt unterhalb von der Wand. Und da sollte man auf jeden Fall mit Steinschlag rechnen. Im Moment geht es noch recht zäh bergauf. Anstrengend. Aber dafür eine coole Aussicht schon. Oh, ich bin jetzt oben angekommen und jetzt geht das los. Die Hangquerung. Hier gibt es jetzt zwei Wege, einer oben, einer unten. Und ich kann mich aber noch erinnern vom letzten Mal, dass der untere besser ist. Da muss man dann da jetzt irgendwie runtersteigen. Okay, war halb so wild. So, nochmal der Blick zurück. Ja, an der Stelle muss man schon aufpassen, weil man da auch die Felsplatten auch noch überqueren muss. Also Trittsicherheit ist hier auf jeden Fall Voraussetzung. Und wer sich bis hier zu dem Punkt jetzt noch unsicher ist, sollte jetzt noch auf jeden Fall umdrehen. Schon imposant, wenn man da nach oben schaut. Ansonsten ist das wunderschön hier. Was eine geile Landschaft. Kann man gar nicht beschreiben. Bei der schönen Gegend wollte ich mich jetzt dann auch nochmal bedanken. Ist echt krass. Also ich habe gestern nochmal kurz geschaut auf YouTube. 120 Abonnenten mittlerweile. Vorgestern waren es noch 100. Dann das letzte Video hat über 100 Likes. Die Videos müssten jetzt so um die 2000 Views haben.
Ich hätte da im Leben nicht mit gerechnet. Aber es ist ein super Gefühl. Und auch die ganzen Kommentare. Ich komme nicht immer ganz sofort zum Antworten, aber ich versuche dann alle zu beantworten. Die Kommentare, die sind echt super. Das ist sowas von motivierend und so viele nette Worte. Und da bedanke ich mich jetzt mal bei euch allen. Ihr seid echt klasse. Das ist hier schon mal der erste Blick auf das Mittagsloch. Bin ich hier an der Stelle angekommen. Hier ist jetzt eine Seilversicherung. Und dann geht es jetzt da hoch. Ich werde mir die Kamera jetzt mal an den Helm machen. Ich hoffe, das wird was. Und dann geht es da hoch.
Oh, geschafft. Das war jetzt ziemlich anstrengend. Jetzt bin ich schon ganz am Anfang in der Höhle drin. Da geht es dann weiter. Über so eine kleine Leiter da. Jetzt, ich probiere das da drin aufzunehmen, aber das kann sein, dass das nichts wird, weil es zu dunkel ist. Aber es scheint schon viel Licht rein, also eine Lampe braucht man da nicht, um da durchzugehen. Das geht auch so. Nochmal der Blick zurück. Das ist schon eine richtig geile, spannende Sache hier. Durch eine Höhle durch. Hier ist es ziemlich kalt. Ich hoffe, man kann was erkennen. Da oben, wo das Licht ist, ist dann der Ausgang. So, jetzt noch die Leiter hier hoch. Ich hab's geschafft. Ist, wenn man dann hier oben ist, hier ist plötzlich alles grün, ganz andere Landschaft. Und jetzt ist es nicht mehr weit, 5 Minuten bis zur Störhütte. Und ich glaube, da mache ich erstmal ein Päuschen, bevor ich dann noch auf den Gipfel gehe. So, Ankunft beim Störhaus. Prost. Prost. Ah, Pause vorbei. Das Radler hat mal richtig gut getan. Jetzt geht's noch zum Berchtesgadener Hochthron und dann wieder zurück. Hier noch mal ein paar Schilder. Die Richtung runter geht es auf jeden Fall zur Mittagsscharte. Salzburger Hochthron, und da geht es auch, oder beim Salzburger Hochthron, da ist auch eine Seilbahn. Dann Toni Lenz Hütte, echt zu empfehlen. Ist eine echt eine urige kleine Hütte. Genial. Ankunft. Berchtesgadener Hochthron. Die höchste Spitze vom Untersberg. Schaut euch mal die Aussicht an. Das ist der Hohe Göll. Watzmann.
Und rechts daneben der Hochkalter. Ganz hinten das steinerne Meer mit der Schönfeldspitze. Mache ich mich auf den Rückweg. Schön an der Runde ist der Störweg. Der ist nicht steil. Das wird ein ganz gemütlicher Abstieg. So, hier hat man jetzt noch mal eine schöne Aussicht auf die Wand. Die Höhle ist jetzt irgendwo direkt unter uns. Das kann man nicht sehen. Da unten hat man halt gequert. Ja, schon eine impulsante Wand. Das letzte Mal, als ich hier lang gegangen bin, stand hier plötzlich eine Kuh auf dem Weg. Die hat keinen Platz gemacht. Das ist witzig, man kann hier überall Murmeltiere pfeifen hören. Ich vermute mal, dass die wegen mir pfeifen. Aber wissen tue ich das natürlich nicht. Da oben über den Grat, da gibt es auch einen Weg rüber. Der würde mich auch mal interessieren. Den probiere ich auch mal bald aus. Hier ist das Gatterl. Ich muss nach Richtung Scheibenkaser erstmal. Mal darauf achten, dass die Gatter auch wieder zu sind. Mein Weg liegt aber im Schatten. Irgendwo, was ich gar nicht so schlecht finde. Die Sonne steht jetzt schon relativ tief. Und ja, da tut ein bisschen Schatten dann auch gut. So, Störhaus, da kommen wir natürlich her. Maria Gern über Störweg. Das ist unsere Route. Und da lang, da geht es jetzt wieder zum Scheibenkaser zurück. Ist auch eine ziemlich gemütliche Strecke. Aber das wäre jetzt für mich ein krasser Umweg. Deswegen geht es für mich darunter. Sehr cool. Mittlerweile bin ich jetzt im Wald. Ich denke mal, so in einer Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr, müsste ich zurück am Auto sein. Wie es aussieht, habe ich jetzt das Ende vom Störweg erreicht. Da kann man es jetzt noch mal sehen. Da war ich oben drauf, ganz auf der Spitze.
Das Mittagsloch kann ich von hier aus auch noch erkennen. Ist schon cool, wenn man das dann von unten sieht. Jetzt noch mal ein Resümee. Ich bin gleich am Auto. Ich hoffe, man hört den Krach nicht. Hier ist irgendwo eine Baustelle in der Nähe. Also, wer einfach nur das Mittagsloch sehen möchte, der sollte beim Parkplatz hinter Rossboden parken. Oder so ähnlich heißt der. Das ist wesentlich kürzer und wesentlich weniger anstrengend. Wer Abenteuer möchte und wer sich ein bisschen im Navigieren probieren möchte oder seine Skills da ausprobieren möchte im Navigieren, der kann den Weg nehmen, den ich gehe. Man muss aufpassen, dass man frühzeitig dieses Bachbett bei der Madonna, es muss dann irgendwann kurz danach, der Madonna muss das sein, wo man über das Bachbett drüber muss und dann zu dieser Hütte hin. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und ja, ansonsten, das Mittagsloch, super geil, aber ich war schon ziemlich fertig, als ich da angekommen bin. Deswegen habe ich mich da ein bisschen verausgabt. Und aber direkt hinter dem Mittagsloch kommt ja dann die Hütte, das Störhaus. Ansonsten halt eine super, super geile Tour. Also richtig spannend, durch die Höhle durch und sowas alles. Die Hangquerung, aber man muss da auf jeden Fall trittsicher sein. Wenn man da ausrutscht oder hinfällt, dann war es das. Das ist überall Absturzgelände da. Und ich habe, glaube ich, gehört, irgendwie vor ein paar Wochen soll mal jemand abgestürzt sein. Der ist aber nicht gestorben. Toi, toi, toi. Ja, und ansonsten, geile Tour. Richtig geile Tour. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal.